Hallo und willkommen zu unserem Workshop, wie baue ich mir eine Wurfpuppe? Für alle Judokas und Ringer ist die Zeit gerade sehr schwer, weil wir gerade keinen Partner haben, um daheim zu trainieren. Deshalb haben wir uns hier Gedanken gemacht, wie wir eine Wurfpuppe bauen können. Für unsere erste Wurfpuppe, die ist ganz einfach, benötigt ihr Folgendes. Ihr benötigt Handtücher. Ich habe jetzt mal 3, ihr könnt aber auch 4 nehmen. Ihr benötigt eine Isomatte, am besten 1 cm stark. Die ist ein bisschen dünn. Mit 1 cm ist die Wurfpuppe nachher ein bisschen stabiler. Ihr braucht eine Schere. Ihr braucht Kleber. Habe ich schon mal vorbereitet hier, einen Streifen. Die sind ungefähr so 40 cm lang. Und ideal ist es, wenn ihr eine Schwimmnudel habt. Ihr könnt die Schwimmnudel aber auch durch Handtücher ersetzen. Ihr müsst erst die Isomatte zurechtschneiden, indem ihr euch eine Isomatte macht, die ungefähr die Länge hat, von euren Füßen bis zu eurer Schulter. So müsst ihr ungefähr zurechtschneiden. Wenn ihr das habt, legt ihr die Handtücher rein. Also von oben bis unten. Ja. Die Handtücher ein bisschen überstehen, ein bisschen einschlagen ganz leicht. Und dann das dritte. So, dann zieht die Handtücher rüber, sodass ungefähr das Ende der Isomatte so ein bisschen rausschaut. Dann rollt die Handtücher ein. Sobald die Isomatte kommt, rollt ihr die mit ein. Ja. Ich will sie kurz fixieren. Nimm dir einen Klebestreifen. Legt die Isomatte erstmal in die Mitte drauf. Legt den Klebestreifen drumherum. Ja, hier macht ihr ein bisschen oben, ein bisschen höher. Und auch nochmal. So, dann klappt die Isomatte oben ein. Dann macht ihr auch einen Klebestreifen hin. So. So. Dann nochmal einen drumherum. Auf die andere Seite auch nochmal.
Das nochmal fixieren. Mal schon den Kopf sehen. Ja, wieder gut, fest. Jawohl. So, dann wird es ein bisschen schwieriger. Wir nehmen die Nudeln also in unsere Arme. Legen wir so drauf. Und dann müssen wir ein bisschen kunstvoll kleben. Kunstvoll kleben heißt, wir müssen das in einer 8 am besten. An der Wurfmatte fixieren. Ja. Umso fester, umso besser. Zack, habt ihr eure Wurfpuppe. Ja? Könnt ihr nehmen, könnt ranziehen hier, könnt eindrehen, könnt die werfen. Ja? Das war Wurfpuppenbau Teil 1. In Teil 2 werdet ihr euch eine kompliziertere zeigen.